Das ist ein Video, wo ich ein bisschen nostalgisch werde. Und zwar, ich habe ein altes Erbstück gefunden. Einen angeblichen Wehrmachtskompass, den ich schon als Kind verwendet habe bei den Pfadfindern, den mir mein Vater hinterlassen hat. Und wenn du wissen willst, was der kann und worauf es beim Kompass, bei der Busole, beim Arbeiten und Nichtarbeiten und so, wie es uns überhaupt ankommt, wenn du das wissen willst, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Kompass. Das hier ist ein Wehrmachtskompass. Angeblich. Ich meine, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe den als Kind, da ist sogar noch RR, da hat meine Mutter reingeschrieben, weil ich habe den bei den Pfadfindern mitgehabt und damit der nicht verloren geht. Mein Vater hat immer gesagt, dass das ein Wehrmachtskompass ist. Wenn da irgendwer andere Informationen hat, dann bitte mitgeben, ich weiß es nicht, ja. Aber unabhängig jetzt von diesem Ding hier, das ich auch beschreiben mag, will ich gleich eine Kombination machen von dem Kompass, diesem Wehrmachtskompass, vermeintlich, und wie man überhaupt damit arbeitet. Wofür ist der Kompass da? Was macht ein Kompass? Ein Kompass ist ein Instrument oder Busole, der eine Nadel hat, die zum magnetischen Nordpol zeigt. Das ist nicht der geografische, aber das ist uns jetzt wurscht mal fürs Erste. Diese Nadel zeigt zum Nordpol, in den Norden, in den magnetischen Nordpol. Und das ist dann der Referenzpunkt, von dem ich dann, und das ist die zweite Aufgabe, es ist ein Winkelmesser. Und das ist ganz entscheidend, dass man das verstanden hat, dass ein Kompass ein Winkelmesser ist. Und warum braucht man diesen Winkel? Weil man eine sogenannte Peilung gehen will, zum Messen, zum Marschieren. Das braucht man einfach. Und eine Busole, und da ist, ich glaube, dass man das eigentlich Wehrmachtsbusole nennen sollte. Das hier, ich kriege das nur ganz schwer runter, schon mal her, da kann ich hier das Lineal, das ist hier normalerweise da hinten drauf, das da ist, glaube ich, weiß nicht, ob das nur Optik ist oder ob das auch wirklich einen Sinn hat, das weiß ich nicht genau, aber das hier, das ist mir klar. Ich kann dann auf einer Karte, was ist eine Karte? Eine Karte ist ein zweidimensionales Abbild unserer dreidimensionalen Welt, alles, was in dieser 3D-Welt, in unserer Welt, für Orientierung und Navigation interessant und gut ist, soll in dieser Karte, wenn es eine topografische Karte ist, eingezeichnet sein. Sonst ist das Schaß mit Quasteln. Sonst kannst du es wegwerfen. Und die ist natürlich auch zum Nord, zum geografischen und auch zum magnetischen Nordpol. Das muss man dann in Einklang bringen. Das nennt sich Deklination zum Beispiel, aber ist uns jetzt wurscht. Und dazu ist dieses Lineal da, weil das sind dann so Hilfsgitter. Aber das wird zu weit führen, wenn dich das interessiert. Billige Eigenwerbung. Es gibt natürlich einen eigenen Kurs bei mir, Online-Kurs, den du bei dir daheim machen kannst. Gebe da unten den Link. Nämlich Orientierung, Survival-Orientierung und Navigation. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge. Aber ich glaube, dass es das im Endeffekt einmal außen ist, die Funktion von diesem Ding. Dann hat man hier einen Spiegel. Ja, ein Spiegel, der ist dazu da, um jetzt wirklich eine Peilung zu machen. Wenn du das sagst, was ist eine Peilung? Ich komme gleich dazu. Ich kann also hier durchschauen und da habe ich hier Kimme und Korn. Da, Kimme und Korn. Und wenn ich da durchschaue, da ist da so ein kleines Loch und ich sehe jetzt die Kameralinse und kann hier eine Peilung nehmen. Warum, sage ich gleich. Und jetzt nehme ich diese Peilung und stelle diesen Spiegel hier so ein, dass ich auch die Kompassrose sehen kann. Die Nadel sehen kann. Denn dann kann ich den Winkel, ich habe ja vorher gesagt, Kompass ist ein Winkelmesser, diesen Winkel ablesen. Das ist ganz entscheidend, dass man das versteht. Du wirst da jetzt fragen, wozu brauche ich das? Aber da komme ich gleich dazu. Und das macht dieser Armee-Kompass auch. Der Spiegel ist leider schon ein bisschen blind. Ja? Du siehst auch hier, er ist komplett abgearbeitet. Ich habe das jetzt nicht genau recherchiert, ob das schon immer so grindig war. Es geht gerade so. Ja, aber natürlich eine moderne Busole, Rekta zum Beispiel, ja, die gibt es ja nicht mehr, die heißen jetzt, Sunto heißen die jetzt und Silva und all die ganzen Markenhersteller, die sind natürlich auf einem ganz anderen Niveau als dieses Ding hier. Dann hast du da, das sollte eigentlich leuchten, tut es aber nicht mehr wirklich, übrigens auch die Kompassrose, da sind auch Leuchtpunkte angebracht, am Nordpol, am N sozusagen, am Nordpol, Blödsinn, aber am N sind sogar drei Punkte, damit, wenn das leuchtet, man sieht, okay, das ist jetzt für den Norden gedacht. Funktioniert nicht mehr. Ist einfach so. Hat vielleicht einmal funktioniert. Aber das ist, um bei Nacht eben noch einmal ein bisschen arbeiten zu können. Da braucht man dann zwar eine Taschenlampe mit dazu. Ich weiß nicht, wie die das früher im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Ob es da Taschenlampe gibt, ich kenne mich da nicht aus. Auch nicht so mein Punkt. Ja. Eher Orientierung, so meine Sache.
Und das kann man damit tun. Und dann gibt es noch eine Funktion, und zwar das hier kann man drehen. Dieses Drehen ist dann nämlich auch wieder für das Winkelmessen wichtig und interessant, dass man eine Peilung hat. Kommen wir dazu. Und dann gibt es diesen kleinen Hebel hier. Ja, der ist leider bei mir schon ein bisschen abgenudelt. Der hat früher, kann ich mich erinnern, die Nadel gestoppt. Jetzt ist es so, dass diese Nadel doch relativ stark hin und her pendelt. Also wenn ich den jetzt aus der Tasche rausnehme und aufmache, dann pendelt diese Nadel ganz schön hin und her. Muss man komplett waagrecht halten. Und das dauert relativ lang. Und jede kleine Bewegung, die ich mache, lass die Nadel auch schon her. Der braucht urlange, bis sich der irgendwann einpendelt. Und das ist irgendwie langweilig. Und daher konnte man das bei meinen, geht das nicht mehr, da runterdrücken und dann ist die Nadel abgestoppt worden. Vielleicht ist das auch, das kann auch sein, dazu da, um, wenn man die in der Tasche hat, da gibt es ja angeblich auch eine Ledertasche und eigentlich war hier noch ein Ring mit dabei, aber das hat mir mein Vater nur erzählt, ich habe diesen Ring nie gesehen, aber wie auch immer, zum Abstoppen da oder das könnte auch sein, dass man die Nadel damit einrastet und wenn man sie eben transportiert, dass die Nadel nicht hin und her pendelt. Auch das könnte sein. Auch das könnte sein. Als Kind habe ich mir immer einen Spaß gemacht. Und zwar, ich werde das jetzt nicht tun, aber da kann man kann eigentlich das hier, jetzt habe ich es doch gemacht, man kann das rausnehmen und dann ist die Nadel so, da kann man auch, da muss man dann wieder an die richtige Stelle, ach René, jetzt muss ich mich dann nachher wieder, jetzt habe ich es gemacht. Jetzt muss ich mich wieder spielen, jetzt muss ich die Nadel dann da wieder reinbringen. Ja, und damit habe ich mich immer gespielt früher, kann ich mich noch erinnern. Kindskopf, und da bin ich auch geblieben. Ich glaube, dass ich ohnehin nie wirklich erwachsen worden bin, aber das ist auch ein anderes Thema. So, jetzt wieder zurück zum Arbeiten mit dem Kompass. Ich habe hier das wunderbare Buschkraftareal auf Val d'Oloba, das ist natürlich auch billige Eigenwerbung. Ja? Wenn du den Herbst erleben willst bei uns, dann miete dich ein auf einen Zeltplatz oder eine Holzfällerhütte oder ein Haus. Aber was ich hinaus will, ist jetzt Folgendes. Wenn ich hier an dem Platz jetzt bin, dann kann es sein, dass ich meine eigene Position bestimmen will. Und dazu nehme ich diesen Kompass, der dazu da ist, um mir einen Fixpunkt, nämlich den Norden, zu zeigen, magnetischen Nordpol, und ich kann einen Winkel messen. Und zwar, ich könnte jetzt sagen, ich habe da hinten einen Berg. Oder da weiter hinten auf dem Berg, da ist ein Gipfelkreuz drauf. Oder da hinten wäre eine Kirche. Oder ich kann aufgrund der Kontur schon ablesen, dass dieser Berg der Berg halt ist, der er ist. Und wenn ich jetzt auch noch eine Karte mit dabei habe, dann kann ich sagen, ich mutmaße, dass zum Beispiel dieses Gipfelkreuz da drüben, das Gipfelkreuz hier an der Karte ist. Und dann mache ich die Winkelmessung. Das bedeutet, wenn jetzt hier Norden ist, da in der Richtung Norden ist, dann messe ich den Winkel zwischen Norden und diesem Gipfelkreuz. Und das macht der Kompass, diese Bussole. Und deswegen kann man das auch drehen. Wie das genau funktioniert, dauert es lang. Und außerdem muss man das üben und immer wieder üben. Und daher ist so ein Online-Kurs, billige Eigenwerbung natürlich, so wertvoll, weil du dir die Sachen immer wieder anschauen kannst und anhören kannst und ausprobieren kannst. Weil ich habe auch Live-Orientierungskurse, momentan zwar nicht, aber hatte ich. Und da war es so, dass wir in Form von Drilltraining die Leute innerhalb von einem Tag so weit gehabt haben, dass sie das wirklich konnten mit Karte und Kompass. Und nun dann am Schluss auch an auf Zeit, auf einen gewissen Punkt allein kommen. Also super alles. Nur, was ich auch mitbekommen habe, wenn ich dann die Leute später bei einem anderen Kurs wieder getroffen habe und wir über das gesprochen haben, dass sie es nicht mehr gekonnt haben. Und dann habe ich es wieder erklärt und dann hat es wieder gepasst. Und daher ist zum Beispiel so online, wo du dir die Sachen immer und immer wieder anschauen kannst und immer wieder üben kannst, einfach so wertvoll, weil du dann das Ganze in Fleisch und Blut überkriegst. Aber auf das war Werbeeinlage, eh ganz klar. Auf jeden Fall habe ich dann meinen Winkel und kann dann wiederum in die Karte gehen und dazu ist dann eben das hier notwendig, um dann auf der Karte diesen Winkel zu übertragen und dann weiß ich genau, wo meine Position ist. Denn das ist der Anfang. Wenn ich navigieren will, also von A nach B will, dann muss ich zuerst einmal wissen, wo ich bin. Ich muss meine aktuelle Position bestimmen und muss überprüfen, ob das, wo ich glaube, dass ich bin, auch tatsächlich dort ist. Das ist gar nicht mal so einfach. Das klingt jetzt so kindergartenmäßig. Aber das ist manchmal ganz schön tricky und das braucht auch einiges an Erfahrung und Raumorientierung. Da muss man halt ein bisschen üben dazu. Aber es kann jeder lernen, kann jeder lernen. Aber auf was ich hinaus will, ist ziemlich simpel, dass ich dann mich auf den Weg mache. Und auch da kann wieder eine Peilung interessant sein. Manche Leute, die zu Survival Trainings zu mir kommen, sagen, ich möchte, wenn ich zum Beispiel, da war jemand, der eine Weltwanderung gemacht hat, ja, also natürlich immer hingeflogen,
und einmal nach Schweden und einmal nach Neuseeland. Und da war ein Pärchen da, die waren in Neuseeland und sind da schnurstracks durchgegangen. Und da ist es dann so, dass du dich einmal verirrst. Und dann haben wir gesagt, wenn wir uns verirren, wollen wir wissen, wie das geht. Und denen konnte ich einfach nur einen Rat geben, und zwar den Rat, wenn du dich wirklich verirrt, verkoffert hast, dann ist es eigentlich wichtig, dass du eine gerade Linie gehen kannst. Dass du eine gerade Linie gehst, denn jeder von uns hat ein dominantes Bein, mehr oder weniger dominant. Und das bedeutet, dass du auch dann noch durch das Gelände mehr oder weniger großen Kreis gehst. Und das ist nicht, also nicht, dass du jetzt glaubst, man dreht sich dann im Kreis, so blöd ist niemand. Nein, 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 das meine ich nicht, sondern du gehst und kommst ab, dann hast du vielleicht noch Hang abwärts, das zieht dich auch runter und dann gehst mehr oder weniger im Kreis. Wenn du es aber schaffst, eine halbwegs gerade Linie zu gehen, dann wirst irgendwann irgendwo rauskommen, wo es Zivilisation gibt, wenn du in die richtige Richtung gehst natürlich. Beispiel, wenn du jetzt in Neuseeland wärst und im Outback oder in Schweden und du hast eine Idee, also du sagst, okay, im Süden oder im Osten oder im Westen oder wo auch immer, weiß ich nicht, dort ist eine Straße. Dort ist ein Fluss. Und wenn ich diesen Fluss erreicht habe, dann brauche ich nur einen Fluss aufwärts oder abwärts gehen. Das heißt, du musst schon eine gewisse Idee haben, wo du bist. Ich meine, da gibt es eine Fernsehserie, ich weiß nicht, ob das echt wahr ist, aber so auf Survival. Und die sind auch cool und ist auch lustig und ich mag das gar nicht schlecht machen, überhaupt nicht. Ja? Aber da sind irgendwelche Freunde und die entführen dann einen und der wird irgendwo hingebracht auf die Welt und dort ausgesetzt und muss dann gehen. Und muss dort überleben und zurück in die Zivilisation finden. Ich glaube, dass das einfach Show ist, macht aber nichts. Punkt dabei ist, also, dass mir jetzt irgendjemand mich entführt, ich nicht weiß, wo ich bin und mir dann ausgesetzt werde, gut, dann weiß ich tatsächlich nicht, in welcher Richtung ich irgendwo in die Zivilisation komme. Dann kann ich Münze werfen. Aber anhand des Sonnenlaufs, wenn ich weiß, ob ich auf der nördlichen oder südlichen Halbkugel bin, wobei, das würden mir die Sterne in der Nacht, wenn es klar ist, verraten, aber auch das ist eine andere Geschichte, dann weiß ich zumindest, wo Norden, Süden, Westen, Osten ist. Und dann kann ich eine Entscheidung treffen und kann sagen, okay, ich gehe nach Süden, nach Osten, nach Südosten, nach Norden, nach Nordosten, das weiß ich nicht. Aber der Kompass ist eine wunderbare Hilfe, denn du kannst dann eine Peilung gehen, wenn du sagst, ich gehe nach Süden und sagst, okay, ich stelle mir jetzt Süden ein und dann schaue ich wieder da durch, das, was ich da vorher gezeigt habe und sage, was ist denn dort? Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ja, ich muss darüber, da drüben, da, Waldurlaub ist momentan so schön hier bei uns, ja, wirklich wunderschön, da drüben ist so eine Lichtung und die ist genau jetzt zum Beispiel, der rechte Rand dieser Lichtung wäre zum Beispiel dorthin, wo ich hin muss, nach Westen oder nach Osten oder was auch immer, okay? Und dann bin ich dort und dann hole ich mir den nächsten Orientierungspunkt und den nächsten, das sind Orientierungspunkte, die ich mir hole. Und mit dem kann ich arbeiten. Das heißt, der Kompass ist mehr als nur ein Nordenzeiger, sondern wenn du damit umgehen kannst, bist du damit absolut flexibel, absolut unabhängig und kannst besonders mit Karte richtig genial navigieren. Wenn du keine Karte hast, ist der Kompass trotz alledem wertvoll, weil er dir zumindest den Kurs gibt und du nicht abdriftest, sondern du auf Kurs bleibst. Und daher ist der Kompass einfach eine super Sache. Und ich bin der Meinung, dass alle, die wandern gehen, und damit meine ich jetzt nicht im Park in der Stadt spazieren, was auch schön sein kann, wenn man nicht raus kann, aber wenn ich ein bisschen weiter rauskomme, hier zum Beispiel, dass man Grundorientierungskenntnisse hat und dass man auch Grundkenntnisse mit dem Kompass hat. Da Deklination und so weiter, wenn du in unseren Breiten unterwegs bist, das ist eh wurscht, auf das Pfeif, weil die paar Grad Unterschied spielen keine Rolle. Wenn ich in Norwegen bin oder in Grönland, dann ja, aber hier, vergiss es. Das heißt, nur diese ganzen Spezialsachen mit Höhenlinien, ja, mit einem Klinometer zu arbeiten, das ist alles super. Aber das brauchst du nicht, du brauchst nur ein paar Basic-Kenntnisse, ja, ein paar Grundlagen. Und ich glaube, dass das eine Kernkompetenz des Menschen ist, dass man sich auch vernünftig orientieren kann und das kann man lernen und sollte man auch lernen. Und daher, ja, eh schon wissen, Kurs bei mir und so. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Ding jetzt wieder gefunden. Ich arbeite aber nicht mehr damit. Ich habe es jetzt zufälligerweise gefunden. Arbeite nicht mehr damit, weil ich mit den Modernen glücklicher bin. Aber es erinnert mich an die Zeit zurück, als ich noch als kleiner Pfadfinder unterwegs war. Und überhaupt keine Ahnung gehabt habe, weil mir niemand erklärt hat so richtig, wie das funktioniert. Bis ich halt dann eine Einschulung vom Papa bekommen habe. Und das war
sehr einprägsam. Aber auch da habe ich immer wieder wiederholen müssen und als Erwachsener dann auch immer wieder wiederholen und jetzt mittlerweile glaube ich, dass es ganz gut geht. Jetzt bist du dran. Nummer 1, ist das wirklich ein Wehrmachtskompass oder hat man der Papa einen Bären aufgebunden? Ich habe es nicht recherchiert, ich weiß es nicht. Was kannst du mit Karte und Kompass wirklich umgehen? Schreib mir da auch bitte einen Kommentar. Das war's. Daumen nach oben oder nach unten, Link in meinen Shop gebe ich dann natürlich auch. Und ins wunderbare Waldurlaub, Buschkraftareal, also das ist einfach ein Wahnsinn momentan. Auch wenn es schon ein bisschen kühler ist. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann. Ciao, ciao.